Hey. Hm. Was machst du da? Unsere New York-Fotos. Guck mal hier. Hast du gedacht, die Kamera ist aus? Jetzt sieht man nur noch Füße und Straße. Großartige Bilder, oder wie? Großartiger Urlaub. Auf jeden Fall. Hm. Weißt du was? Ich finde, wir sollten einmal im Jahr nach New York. Oder zumindest nach London. Ja, ist eine gute Idee. Was ist? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir irgendwas verrenkt oder so. Dein Herz. Ach, Quatsch. Wer muss denn das wissen? Ich rufe einen Arzt. Olli, Unsinn. Jetzt übertreib mal nicht. Olli, ich habe mich gerade einfach falsch bewegt oder so. Wenn es doch was Ernstes ist. Komm, schieb ab. Los, Olli. Also gut. Ciao. Christian mitgebracht habe. Wieso gehst du nicht an dein Handy? Ich versuche schon die ganze Zeit, dich anzurufen. Hab ich gar nicht gehört. Wieso? Christian ist im Krankenhaus. Was? Wir wissen auch nicht genau, was los ist. Er hat die tierische Schmerzen in der Brust und dann ist Andi mit ihm los. Ich habe doch gemerkt, dass was nicht stimmt. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Von Christian Mann, Nachrichten bitte nach dem Scheiß. Christian, wenn du das abhörst, ruf mich sofort zurück, ja? Vielleicht erreiche ich Andi. Hallo, leider bin ich gerade nicht zu erreichen. Die müssen die Handy im Krankenhaus auch ausschalten. Weißt du, wo die hin wollten? Ich glaube, St. Vincent. Das ist unglaublich. Die haben mir noch nicht mal Auskunft gegeben. Was? Wieso das denn nicht? Weil ich kein Angehöriger bin. Oh nein. Wie lange sind wir jetzt zusammen? Und dann darf ich noch nicht mal zu ihm. Christian. Was ist mit dir? Hattest du einen Rückfall? Jetzt sag schon. Ja, wenn du mich lässt. Das ist nicht witzig. Es ist alles in Ordnung, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich hatte nur einen eingeklemmten Nerv. Die haben mir eine Spritze gegeben und fertig. Wir haben übrigens versucht, dich zu erreichen, aber dein Handy war aus. Diese Idioten an der Auskunft, die wollten mir noch nicht mal sagen, ob du überhaupt eingeliefert wurdest. Ich bin fast gestorben vor Angst. Es tut mir leid. Das heißt ja dann auch, wenn Christian morgen vors Auto läuft, dann dürfen die dir auch nichts sagen, oder? Ja, tausende Seiten zum Thema Vorsorge im Ernstfall. Hier geht es die ganze Zeit nur um Sterben. Sterben mit Würde, Sterbehilfe. Guck doch mal in der Patientenverfügung. Okay. Krass, Volltreffer. Man benennt eine Vertrauensperson, der gegenüber der Arzt von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden ist. Perfekt, druck das gleich mal aus. Ach, warte mal, das ist nur ein Teil der Patientenverfügung. Was denn noch? Ach, hier ist eine ganze Checkliste. Zettel im Portemonnaie. Im Notfall bitte benachrichtigen, reicht wohl nicht mehr. Hm. Ganz schön unübersichtlich, das Ganze. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der sich damit auskennt. Könnte man meinen Onkel Lars fragen, aber das ist halt in München. Das am Telefon abzuklären, ist auch nicht der Hit. Hm. Wie wär's mit Sebastian? Hm. Warum eigentlich nicht? Er wird wahrscheinlich gerade arbeiten. Ich fahr mal in die Holding. Soll ich mitkommen? Ich meine, falls... Olli, es war der Nerv, nicht das Herz. Also, du gehst in den Laden, ich kümmere mich um die Patientenverfügung, okay? Christian! Wird das alles nie nötig sein. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, ich bräuchte juristische Unterstützung wegen einer Patientenverfügung. Wozu denn das? Ach, ich musste wieder ins Krankenhaus. Verdacht auf Myokarditis. Oh. Ja und? Ist Christian schon wieder am Arbeiten? Er kümmert sich gerade um eine Patientenverfügung.
So was wie heute Mittag nie wieder passiert. Ich find's toll, dass ihr das jetzt alles regeln wollt. Hallo, das ist ja wohl das Mindeste. Christian ist mein Lebensgefährte. Und wie läuft das dann ab? Christian setzt eine Klärung auf, oder wie? Schön wär's. So wie es aussieht, muss man da erstmal 1 Million Formulare ausfüllen. Wenn ihr euch wirklich absichern wollt, gibt's eine ganze Reihe von vertraglichen Vereinbarungen und Vollmachtserteilungen, zu denen ich euch raten würde. Okay. Kannst du uns die vielleicht ausdrucken? Ich habe zwar im Moment ziemlich viel zu tun, aber ja. Okay. Was? Ihr könntet das Ganze doch so viel einfacher haben. Ihr zwei liebt euch doch. Natürlich lieben wir uns. Ich meine, so richtig und für immer. Damit würden eure Rechte viel weiter gehen, als wir es mit vertraglichen Vereinbarungen jemals erreichen könnten. Naja, wäre das nicht praktischer? Heiraten?